Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ich muss erstmal hier ein bisschen näher rangehen. Ihr seht, die Kulisse ist heute etwas anders als sonst. Woran liegt's? Das ist heute ein sehr, sehr wichtiges Video. Und das Video wird vielleicht auch ein bisschen länger, deswegen wird es heute hier den Teil 1 geben und morgen gibt es den Teil 2 dann auf dem Jens Rabe Kanal. Jetzt habe ich mir für dieses Video so ein paar Bilder im Kopf gemacht. Und habe mir gedacht, hier, das nimmst du schön auf, ein Greenscreen dahinter und da können wir schön was einblenden, ne? Ein paar Bilder extra rausgesucht und so weiter. Und dann passierte Folgendes, wir sind in der finalen Phase unseres Büroumbaus. Das heißt, jetzt sind gerade die Maler da, gehen nochmal durch alle Räume, es wird alles nochmal neu geweißt. Im Backoffice unten kommen neue Fußböden rein und das soll dann zum Ende der Woche fertig sein. So, und in diesem ganzen Chaos, ich kann euch das auch mal hier zeigen, also wenn man hier mal rumgeht, das ist unser Aufnahmestudio, da stehen hier überall Sachen rum, ne? Also hier sieht es wirklich wild aus. Und in diesem ganzen Chaos, so müssen wir es machen, sind auch unsere ganzen SD-Karten irgendwo verloren gegangen. Ne? Die liegen garantiert in irgendeinem Schreibtisch, aber ihr müsst euch vorstellen, da draußen, hier hinter der Tür, stehen 4 Schreibtische quasi übereinander zugeklebt und da drin sind die ganzen SD-Karten für die Kamera, die sonst normalerweise da hinten steht. Und deswegen machen wir das jetzt hier einfach so. Und deswegen auch gleich die Bitte, ja, es kann sein, der Ton ist jetzt nicht perfekt, das Bild ist jetzt nicht perfekt und so weiter. Und wer sich darauf jetzt konzentrieren will, der darf das wieder in die Kommentare schreiben. Aber das ist hier kein Video für Tonfetischisten oder für schöne Bilderfetischisten. Okay, hier geht es um den Inhalt. Und zwar geht es heute um persönliche Rückschläge, persönliche Niederlagen, was man daraus lernen kann und warum das so wichtig ist, sowas zu analysieren für deinen Erfolg an der Börse, egal was du an der Börse machst. Okay? Und jetzt geht's los. Vorsicht, Intro wird laut. Okay. Ich will euch ganz zu Beginn eine Geschichte erzählen. Und zwar, ich möchte euch eine Geschichte von mir erzählen. Und ich glaube, das, was ich euch jetzt erzähle, das hat jeder von euch in der einen oder anderen Art auch schon mal erlebt. Ich erzähle euch sogar zwei. Die erste, da geht es um das Thema Sport. Ich habe immer schon als Kind auch Sport gemacht. Ich war jetzt nicht übersportlich oder übermotiviert, aber ich habe schon Sport gemacht. Ne? Ich habe früher mal geboxt. Ne? Ich war Boxer. Ich habe sogar zweimal gegen Markus Beyer geboxt. Markus Beyer, der Markus ist dann später Weltmeister geworden. Der ist dann, ich glaube, im Bantamgewicht oder irgendwas. Also der ist Weltmeister geworden. Ich habe den vor 2 Jahren mal wieder getroffen. Also wir kannten uns noch, da waren wir ungefähr so 12, 13 Jahre. Und ich habe den jetzt vor 2 Jahren mal wieder getroffen, hier in einem Restaurant. Da haben wir uns kurz unterhalten. Und also ich kann nur sagen, wie verrückt war ich denn, mit dem in den Ring zu steigen. Ne? Wenn du den jetzt noch siehst, der ist schon lange nicht mehr aktiv, aber hier ist so ein Kreuz. Also, wow. Und dann habe ich noch Tischtennis gespielt und in der Schule Sport gemacht. Also so das Übliche halt. Und irgendwann, wenn man so 17, 18, 19 ist, dann kommt man ja auf die Idee und sagt, hey, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. Ja, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. Jetzt möchte ich ja irgendwie hier für den Buddy was machen. Und dann suchst du dir ja Vorbilder. Ne? Dann suchst du dir ja Vorbilder. Und na klar, jeder, der mit Bodybuilding, mit Fitnesssport was anfangen kann, der kennt Arnold Schwarzenegger. So. Und da hast du so, also mir ging es zumindest so, ich finde ihn heute noch großartig. Also das ist einer meiner Heroes, jetzt kein Vorbild, aber als ein Hero, wo ich sage, okay, Arnold war einfach cool. Also gehst du ins Fitnessstudio und sagst, jetzt muss ich so werden wie Arnold. Ne? Und dann fängst du an zu trainieren und zu machen und zu tun und so. Und stell dir das also so vor. Kann man das sehen? Ja. Also du bist hier und dein Vorbild, dein gedankliches Vorbild, da, wo du hin willst, das ist hier. So. Und jetzt weißt du natürlich, dass du da hinkommen musst. Also so hier. So. Das ist deine Idealvorstellung. Kann man das so sehen durchs Licht? Ich glaube schon, ich ziehe noch ein bisschen rüber hier. Nein. Also ihr seht es hier hoch, will man dann auf jeden Fall. Ne? Wichtig ist auch das, was hier unten jetzt passiert. Und dann fängt man halt an zu trainieren und dann macht man das relativ regelmäßig. Ne? Da geht man 2-3 Mal, oder 3-4 Mal in der Woche zum Trainieren und da passt man seine Ernährung darauf an und da ernährt sich ordentlich. Und also alles super. Ne? Und dann fängt das auch an, machen wir es mit einer anderen Farbe, dann fängt das auch an, Sinn zu machen irgendwann. So.
und du bist auf diesem Weg. Und dann passiert irgendetwas, wo du sagst, diese Woche kann ich nicht trainieren. Diese Woche kann ich mich nicht so gesund ernähren. Diese Woche kann ich mein Programm, was ich habe, mein Ziel, nicht so weiterverfolgen. Ja, und dann kommt im Grunde genommen das. Und dann machst du mal wieder ein bisschen was. Und dann machst du mal wieder ein bisschen was. Und jetzt muss ich sagen, das ist jetzt über 25 Jahre her. Ich gehe immer noch ganz gern mal ins Fitnessstudio. Aber habe das eigentlich 25 Jahre lang, oder ja, so lange wie ich da jetzt gehe, nie richtig konsequent betrieben. Ne? Mal habe ich wieder ein bisschen mehr gemacht, mal habe ich wieder ein bisschen weniger gemacht. Das heißt also, ich habe mich zwar immer hier irgendwo bewegt, aber ich bin nie dem ursprünglichen Ziel, was ich mal hatte, ne, ihr wisst ja hier, Sixpack, und ne, bin ich nie näher gekommen. Warum? Weil ich einfach hier an dieser Stelle nicht weitergemacht habe. Okay, Punkt Nummer 1. Zweite Geschichte. Fangen wir wieder an. Genau das Gleiche im Grunde genommen. Ich habe mich mit 19 Jahren selbstständig gemacht. Ne? Übrigens auch eine der Ausreden, um das dann hier nicht mehr konsequent weiterzumachen. Ich muss ja jetzt erstmal mein Business aufbauen. Alles Blödsinn, ne? Das ist alles eine Frage der Zeiteinteilung. Jeder hat 24 Stunden am Tag, aber egal. Mit 19 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Handelsvertreter bei einem Versicherungsunternehmen, später bei einer Maklergesellschaft, und so weiter. So ist das gestartet. Und da war es natürlich auch so, du hattest irgendwie so das Ziel, was weiß ich, du standest hier und dein Ziel war irgendwo da oben. Und das Ziel kann jetzt ganz unterschiedlich sein. Ne? Ich will Millionär werden, ich will finanziell frei werden, ich will bei der Versicherung damals 500 Kunden haben, ich will so und so viele Verträge machen, später dann, du willst das und das machen. Und was passiert? Du machst wieder das hier. Und dann kommt wieder irgendwas und dann geht es wieder ein bisschen runter und dann geht es wieder ein bisschen runter und dann geht es wieder ein bisschen runter. Und bei mir ging es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich bis ich so Mitte 30 war, ging es eigentlich so, dass ich im Grunde immer so hier gelaufen bin. Ne? Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und erst seit ungefähr, seitdem ich 35 bin, also erst so seit 12 Jahren ungefähr, ging es dann so. Und meine Ziele, die ich habe, habe ich auch erreicht. Und wenn man jetzt im Nachgang darüber nachdenkt, und ich habe das mal gemacht, habe ich mich gefragt, warum habe ich denn das hier gar nicht geschafft? Warum habe ich denn das hier 15 Jahre lang überhaupt nicht geschafft? Also hier 25 Jahre, hier 15 Jahre, okay? Warum habe ich das nicht geschafft? Ich hatte doch ein Ziel, ich hatte doch ein Bild vor Augen, wo ich hin wollte. Lag es vielleicht an meiner Disziplin, lag es vielleicht an den Umständen, lag es, weil ich keine Ahnung hatte. Also woran lag es? Ne? Was war der Punkt? Und der Punkt war, zumindest habe ich das dann für mich analysiert, dass ich eigentlich wirklich kein Ziel hatte. Ich hatte zwar irgendwo so ein obskures Bild im Kopf, wo ich gesagt habe, okay, ich will quasi so aussehen wie Arnold oder ich will reich werden, Millionär werden oder sonst irgendwas. Aber ich hatte eigentlich kein wirkliches Ziel und ich hatte auch keinen Ablaufplan. Ne? Ich hatte auch keinen Ablaufplan. Ich habe einfach nur so gemacht und gemacht und so, ja, da ist mal irgendwas, wo ich hin will, aber ich habe eigentlich kein Ziel, was ich so richtig hatte. Und aus dem Grund, immer wenn das hier passiert ist, wenn es mal wieder so einen Rückschlag gab, hat einem das wahnsinnig zurückgeworfen. Ne? Und gerade im Business, aber eigentlich auch hier, hat man dann immer wieder was anderes dann daraus gemacht. Ne? Also im Sport zum Beispiel war es dann so, dass ich dann gesagt habe, okay, ein paar Jahre ins Fitnessstudio gegangen, dann habe ich mal wieder was anderes gemacht. Ne? Dann bin ich mal ein paar Jahre sehr, sehr intensiv laufen gegangen. Ich bin sogar mal in Berlin, den Berlin-Marathon mitgelaufen. Im Business war es so, dann habe ich mal gewechselt, habe gesagt, okay, jetzt machst du mal was anderes, das ausprobiert. Ne? Also ich habe auch schon mal eine Beteiligung an einem Restaurant gehabt und ich habe auch schon mal, da gibt es so viele Sachen, was ich alles schon gemacht habe. Ich habe vieles probiert und im Nachhinein sagt man, hey, toll, diese coolen Erfahrungen und so.
Im Grunde war es aber alles so, man hat eigentlich immer nur ist von einem, was man gemacht hat, ins nächste gesprungen, ins nächste gesprungen, ins nächste gesprungen. Und irgendwann gab es hier diesen Punkt. So, und dieser Punkt war dann der, den habe ich im Sport übrigens immer noch nicht. Dieser Punkt war dann der, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn du jetzt so weitermachst, dann wird sich das nie ändern. Dann wird sich das nie ändern. Du wirst immer hier so bleiben. Ne? Aber da wirklich, da ganz nach oben, da wo dein, das warum du mal angefangen hast, warum du mal hier gestartet bist, ne? Das wirst du nie schaffen, wenn sich hier an dem Punkt nichts ändert. Und dieser Punkt hat was damit zu tun, dass ich tatsächlich das erste Mal dann angefangen habe, in dieser Zeit, so mit Mitte 30 ungefähr, dass ich angefangen habe, mir meine Ziele schriftlich aufzuschreiben. Dass ich wirklich meine Ziele fixiert habe. Dass ich wirklich gesagt habe, was möchtest du erreichen? Was ist dein Ziel? Und zwar jetzt nicht nur, was willst du diese Woche machen, ne? So die klassische To-Do-Liste, 50 Sachen drauf, der Garant für Frust, weil du schaffst ja sowieso nicht, sondern gesagt, okay, denk mal das Ding von hinten. Wo willst du denn mal hin? Was willst du denn mal in deinem Leben erreichen? Und jetzt ist es immer noch Folgendes. Wenn du das dann hier mal irgendwann geschafft hast, dann ist das auch nicht so gelaufen. Im Grunde genommen ist das auch hier noch so gelaufen. Oder so hier, also hoch und runter. Aber der Unterschied ist jetzt der, es ist jetzt so hier gelaufen. Na? Also es hatte trotzdem eine Aufwärtstendenz. So. Und das heißt also, wenn du was im Leben erreichen willst, dann musst du von hinten denken. Egal was es ist, das könnte jetzt der Sport genauso sein. Ne? Da müsst du sagen, okay, was ist mein Ziel? Wir kommen dann gleich mal bei einem konkreten Beispiel darauf, wie du das formulierst. Und was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Was ist, wenn es hier mal gegen mich läuft? Und das hat nämlich auch ganz, ganz viel mit Trading zu tun. Und im zweiten Teil, wie gesagt, da kommt dann morgen auf dem Jens Rabe Kanal, spreche ich mit euch über das Thema Trading und Pläne im Trading und was man da machen muss. Das Learning vielleicht aus dem Video ist erstmal schon Folgendes. Und zwar, viele von uns, und ich kann das eben aus eigener Erfahrung sagen, haben kein wirkliches Ziel im Kopf. Die haben keine genauen Vorstellungen, sondern die sagen, ich will dahin, ich will reich werden, ich will aussehen wie Arnold, ne? Wobei das wäre ja schon ziemlich konkret, aber ich will viel Geld an der Börse verdienen. Das ist aber kein konkretes Ziel, das sind keine klaren Zahlen, das ist nichts Messbares. Ne? Ziel kann immer nur sein, wenn es was messbar ist. Also selbst wenn das jetzt, weil vielleicht einer sagt, muss es denn immer Geld sein? Nein, muss es gar nicht. Wenn einer sagt, ich will Gutes in der Welt tun, cool, ist eine tolle Sache, aber auch das ist nicht messbar. Wenn du aber sagst, ich möchte beispielsweise, ich habe jetzt mal jemanden getroffen, der hat zu mir gesagt, hey, ich will in Afrika 100 Brunnen bauen. Cool, das ist messbar, das ist ein Ziel. Ne? Oder jemand sagt, ich möchte, Tony Robbins, der bekannte Motivationstrainer aus den USA, hat das Ziel, der will, glaube ich, 1 Million Essen jeden Tag. Der hat so eine Hilfsorganisation, der will 1 Million Essen jeden Tag bezahlen. Für Leute, die sich nicht genügend Lebensmittel leisten können, also für Arme. Ne? Und das ist ein messbares Ziel. Wenn er sagt, ah, ich will vielen armen Menschen helfen, kein messbares Ziel. Das heißt, du brauchst als allererstes mal ein messbares Ziel, worauf du dich konzentrieren kannst. So. Und im zweiten Teil geht es dann darum, was hat denn das mit Börse zu tun und was hat das mit Drawdowns zu tun? Das ist nämlich ganz, ganz wichtig und ganz essentiell. Und deswegen, bis morgen, ich weiß, blöder Spoiler jetzt, aber hey, ihr müsst bis morgen warten. Morgen früh geht dann das Video auf dem Jens Rabe Kanal online und da machen wir genau an der Stelle hier weiter und reden dann mal über die Ziele im Trading und was das hier damit zu tun hat. Okay, also bis morgen. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.